Hi, ihr Süßen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich blicke in fragende Gesichter und ich will auch gar nicht lange drum rumreden und sagen, warum ich jetzt die ganze Zeit nicht on war. Und zwar sind wir gerade im Umzugsstress und mein Internet funktioniert momentan nicht so gut, deswegen hier auch eine ganz andere Kulisse. Und deswegen bin ich bei meiner Schwester und nehme das Video ganz schnell für euch auf. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass ich die ganze Zeit keine Videos online stellen konnte. Und eine berechtigte Frage ist das natürlich, wann ich wieder online kommen werde. Ich denke mal, das wird in den nächsten 2 bis 3 Wochen passieren. Also diese YouTube-Pause, die aktuelle, ist eine unfreiwillige Pause. Ich werde natürlich YouTube treu bleiben. Allerdings muss ich sagen, dass mir die Pause recht gut getan hat und dass ich auch meinem Privatleben mehr nachgehen konnte. Natürlich bleibt YouTube mein Hobby und es ist ein Hobby, es soll auch ein Hobby bleiben, es soll nicht mein ganzes Leben bestimmen. Und das wollte ich eigentlich nur ganz schnell loswerden, ein ganz kurzes Update von mir. Und ich weiß, dass ich auch schon den einen oder anderen Follower, glaube ich, verloren habe. Schade, aber ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu und schaut meine Videos weiter. Das nächste Video wird sein wahrscheinlich eine erneute Hot Card Challenge. Ich werde das jetzt jedes Jahr machen, um einfach aufzurufen und ein bisschen wach zu rütteln. Und ich hoffe einfach, dass es irgendwie Menschen dazu bewegt, Tiere oder Kinder nicht im Auto zu lassen. Ich glaube, aktuell ist es gerade der Fall gewesen, dass 2 Hunde im Auto gestorben sind, in einem heißen Auto. Und es sind, glaube ich, Gott sei Dank noch keine Kinder dabei gewesen, obwohl das mit den Hunden schon schlimm genug war. Und ich hoffe einfach, dass ihr dran denkt und dass ihr keine Kinder und keine Tiere im Auto lasst, weil es ist echt heiß. Und ja, wenn ihr das Video von letztem Jahr geschaut habt, dann wisst ihr sicherlich, was ich damit meine. Und das war es eigentlich auch schon von mir. Obwohl ich euch noch 2 kleine Sachen ans Herz legen möchte, die ich gekauft habe. Es sind nur 2 kleine Sachen, deswegen mache ich da jetzt keinen Haul draus. Es sind nur so kleine Kaufempfehlungen. Und zwar etwas Neues von Tree Killer Moon. Wahrscheinlich gibt es aber schon länger. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich es jetzt erst entdeckt. Und ich habe mir erstmal nur die Probe mitgenommen, weil ich nicht wusste, wie es mir gefällt. Das hat, glaube ich, 1 Euro noch irgendwie was, 1 Euro und 1 Cent im Müller gekostet. Und das ist das Duschgel One Ginger Morning. Und das riecht wirklich ein wenig nach Ginger Ale. Am Anfang dachte ich, es riecht ein bisschen nach diesen Ahoy Brause Blocks. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und das riecht echt lecker, lecker. Yummy, yummy, yummy. Ich bin ja sowieso der Tree Killer Moon Fan. Und dazu natürlich auch gleich die Körpermilch. Ja, und das hat, glaube ich, alles so 1 Euro und 1 Cent gekostet. ich weiß nicht genau, aber jo. Gut, das war es auch schon von mir. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ihr könnt mich trotzdem noch weiter verfolgen. Ich bin nach wie vor online in Facebook, Instagram und Twitter. Und ihr könnt mich auch irgendwo hier abonnieren. Und ich würde sagen, bis ganz, ganz bald, ihr Süßen. Und ich freue mich auf euch. Tschüss.